Ja, wir haben uns gerade hier den Schnürboden vom Schauspiel angeguckt und stehen jetzt hier auf ca. 27 Meter Höhe im neuen Maschinenraum, gucken unter uns auf eine große Seilschaft. Wir sehen hier ungefähr 600 verschiedene Seilzüge, jeder von denen ungefähr 50 Meter lang. Da kommt man schon mal auf 30 Kilometer Drahtseil, was hier verseilt worden ist. 72 Maschinenzüge, 4 Panoramazüge, 3 Vorbühnenzüge und 90 Punktzüge sowie 4 versetzbare Oberlichter. Das war schon eine große Leistung. Es ist nicht alles fertig geworden. Restarbeiten finden nachts statt. Aber insgesamt waren wir mit der Ausführung zufrieden. Wir konnten den Spielbetrieb pünktlich aufnehmen. Über uns befinden sich die Maschinenräume. In dem linken Maschinenraum befindet sich vorwiegend die Motoren der Maschinenzuganlage. In dem rechten Maschinenraum befinden sich vorwiegend die Motoren der Punktzuganlage. Es sind 90 Motoren für die Punktzüge und ca. 80 Motoren für Maschinenzüge, Panoramazüge, Seitenbühnentore, also ca. 170, ich meine mich zu erinnern, 176 Motoren sind insgesamt. Im Wesentlichen hat man sich an dem Modell der Oper orientiert, weil die vor 20 Jahren auf den neuesten Stand gebracht worden ist und man mit der Maschinenzuganlage der Oper gute Erfahrungen gemacht hat. Lediglich im Bereich der Beleuchtung mit den versetzbaren Oberlichtern wurde eine Erneuerung und Erweiterung hat da stattgefunden. Wir sind sowohl was die Oper als auch das Schauspiel angeht jetzt auf den modernsten Ständen der Technik.